So, ein Level geht noch. Ich glaube, den Endgegner, der da kommt, den habe ich mal in einem Vorstellungsvideo gesehen. Ich muss mal die normalen Boxen anmachen, wenn ich schon die Kopfhörerboxen weg habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut. Dass das einen Hall gibt. Das ist mal ein kurzer Test, sagen wir mal. Sehr, sehr, sehr schön. Hier sieht man, da vorne sieht man was. Da ist wohl irgendwie so ein... geh los, Alter. Wo bist du? Gehen Sie los, dann kommen Sie schneller an. Reicht das schon, um den entdeckt zu haben? Sehr schön. Auch die Musik ist immer sehr schön. Ich werde nach diesem Video mal Schluss machen. Ich weiß es aber auch nicht. Tschüss, Alter. Wir haben einen beherzten, zarten Tritt. Zack, in den Controller hinein. Das macht so viel Bock, das Spiel. Das macht sogar mehr Spaß momentan für mich als Assassin's Creed. Dass ich glaube, ich gewöhne mir so eine langen Spiele auch ab. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Spiel ist. Oh, der Geier wieder runtergeholt. Oh, der hat auch so eine VR-Brill-mäßige Klamotte da an. Ach, das habe ich, was ist denn da? Das habe ich in der Demo gesehen. Wie cool das ist. Wie man hier tatsächlich rauskommt und so. Da kann ich auch wieder reingehen. Das ist sowas von cool. So, das war das mit dem... Achso, da kann ich drüber balancieren. In der Demo konnte man an bestimmten Stellen, da musste man den Haken selber werfen. Das ist doch sowas von unfassbar cool. Und wie gesagt, mich überrascht das hier, wie gut die Auflösung von dem Ganzen ist. Ich hatte wirklich gedacht, die Auflösung wäre... Ja, etwas schwach, aber nicht so in die Ferne gucke und so. Ich weiß es, das hat... Mann, der Bildschirm hat Full HD, das heißt, man müsste das durch zwei teilen. Das ist 1900 durch 2. Wären... 850. 800 und 800 sind 1900. 850 mal 500 um den Dreh rum, also höher 500. Frag mich, ob man hier irgendwie höhenmäßige Anpassungen vornehmen kann. Ich muss tatsächlich mal die Brille abnehmen. Da ist nämlich in der Hülle drin so eine Beschreibung mit dem, was man machen kann. Wirbelangriff springen, schweben, Gerät benutzen, Spiel pausieren, VR-Position zurücksetzen, Astro bewegen. Gibt's nicht. So, Brille wieder ab. Das heißt, von der Höhe her... Wo war ich jetzt eigentlich? Wo bist du, Alter? Hä? Da bin ich. Okay. Ja, ich muss ja da hoch, aber ich sehe es einfach nicht. Also, jetzt ja. Das wäre schön, wenn er doch von der Höhe... Ja, super gemacht. Wenn er von der Höhe her doch mitwandern würde. Man verliert ihn doch oft aus den Augen. Und wie gesagt, ich kann nicht auf den Schränken rumklettern, damit ich den hier nicht aus den Augen verliere. Ist natürlich ein bisschen blöd dann. War doof. Jetzt nochmal hier zu. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt im Raum steht. Hier vielleicht ganz zur Kante gehen. Okay, jetzt muss ich darüber.
Am besten sofort zum Checkpoint hin. Den habe ich dadurch schon aktiviert. Okay. Ah, verdammt! Was ist denn eine. Ich bin schon an der Wand! What the heck? Verdammt! Ich habe jetzt auch nicht so die Riesenwohnung hier. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier 20 Quadratmeter habe. Hau mal ab, Alter. Ich geh in die Wand gekommen in meinem Kopf. Ah, hier, da muss ich hier wieder den Kopframmer machen. Wie ich da halt so mache. Ich hab, ja, das ist doch der Haken, den ich hatte. Sehr schön. Das kennt man teilweise so aus der Demo, das heißt bei dem Spiel selbst. Bei der VR-Brille, wo ich die gekauft habe, war eine Demo dabei und da war dieses Spiel dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar bald... Ich mache mir erst einen Checkpoint. Achso, jetzt mache ich es hier. Genau, jetzt mache ich es. Genau, so habe ich es auch gesehen vorher. Das ist auch nichts. Aber wie gesagt, dieses Umsehen im Raum. Das macht ja die Spielerfahrung. Man könnte ja auch sagen, wieso bringt ihr das nicht für einen normalen Controller raus und steuert eben die Spielfigur nur mit. Also wie ein klassisches Spiel. Ich glaube, das wäre... Ich glaube, ich muss den wegboxen. Ach, da ist noch einer. Da fällt mir ein, war da nicht gerade schon mal einer, der so gestanden hat wie so eine Salzsäule im Raum? Komme ich da wieder zurück? Habe ich da eine Chance? Na, ich glaube nicht, dass da... Point of no return. Nicht, dass ich mich hier... ...dem Kabel einwickle von dem Gerät. Box ihn weg, Alter. Achso, ich dachte, ich müsste ja ganz geschickt sein, da hier, auch schön. Was haben die denn da? Sehe ich was unter mir? Was ist das denn da? Warte mal. Da ist tatsächlich einer unter mir. Das kann sogar hier, oder kann sogar runter. Ach, dann werde ich gar nicht abstürzen können, wie ich das befürchtet habe. Ah, das ist gerade das, was das... Ja, ich wiederhole mich zu oft. Da muss ich einfach näher ran, aber das geht ja gar nicht. Ach hier, jetzt haben wir's.
Da oben ist was. Da oben ist so eine Supermünze, nehmen wir die mal. Komme ich aber nicht dran. Ah, ist schon fast am Stürzen da. So ein Lippo, rette mich, du alter Sack. Naja, ich habe mich für ihn geopfert. Sozusagen. Gedacht, was eigentlich anders. Da, ach so, ich komme da ja eh nicht hoch. Ich muss ja eh diese Schnur spannen. Ach, da hinten winkt schon der nächste. What? Arschlöcher. Ah, die haben keinen Bock mehr. Meine Bewegung ist das jetzt abgegangen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass ich ja jetzt kaum sehe, was da oben los ist. Also ich kann nur die Springen dann machen. Ach, wow. Hab ich mich schon mal geschickt. Gerettet, natürlich auch total bewusst, ist ja ganz klar. Verdammt, ich komme aber an ihn gar nicht mehr ran. Ah, was macht denn das Schild da? Ab hier? Nicht sein. Ab da! Könnte ich sein. Ach, an ihn komme ich auch nicht mehr dran, hätte ich durch diese Fäden, hätte ich da hochgemusst. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich kann mich da jetzt in den Tod stürzen, aber... Ach, kann ich gar nicht, weil ich habe ja schon... Egal. Next time. Ach, das ist wieder Eier am Start. Tschüss, Sikowski. Ja, ich habe so ein, zwei, da weiß ich, wo ich übersehen habe. Der eine war da, der hing da quasi noch versteckt. Oder hat gedacht, er würde sich verstecken, da wie so eine Salzsäule stand da rum. Der andere... Ach, da ist das Raumschiff, was abgestürzt ist. Überall kreisen die Geier. So, ich glaube, ich treffe jetzt mal. Ich habe mich annähernd alle. Hä? Oh, das sah doch gut aus. Da freuen sich auch die kleinen Männchen. Tanzen Samba. Oder was auch immer das ist. Ja, man ist ein bisschen, natürlich ein bisschen limitiert. Erstens, man braucht natürlich Platz. Ich habe jetzt auch nicht den wahnsinnigen Platz. Ich bin schon einmal mit dem Kopf gegen den... Ich wohne hier unterm Dach. Da ist so eine Schräge, da habe ich gegengehauen. Einen nur übersehen. Ich dachte mehr. Ach, das Chamäleon muss man sehen. Man muss den nicht irgendwie berühren. Ich hatte mir von den Dokus mehr versprochen. Ich hatte wirklich gedacht, bei Dokumentation würde das auch so diese grafische Qualität haben, aber hat es nicht. Dass man dann das Gefühl hat, im Weltraum zu stehen. Neue Herausforderung 04. Oder man muss nur 8. Ach, das ist, damit man nicht sieht, was für ein Eck-Inner das ist. So, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Video.